Oh nein, Jerry, tu es nicht. Taro, Taro, du musst das richten, du musst das machen. Oh, was? Das wird knapp. Du, wir brauchen eine 3. Oh. Jawoll! Oh, eine 1. Oh. Nur ein, so gerne wollte ich auch nie eine 1 haben. Minispiel. Oh. Schon oh, wieder Minispiel-Action. Oh. Jetzt, ich werde hier gejagt. Das ist hier. Das war so knapp. Ey! Hey ho Minecraft-Freunde, willkommen zu Minecrafter ärger dich nicht. Das ist ein Modus von der Pixel Crew, worüber ich schon manchmal im Video gesprochen habe, der jetzt ganz neu entwickelt wurde. Das gab es so auf meinem Kanal noch nie zuvor. Das ist an sich Mensch ärgere dich nicht, nur halt in Minecraft und nochmal ein wenig verkürzt und mit ein paar Features und nochmal so ein paar lustigen Sachen wie zum Beispiel Minigames oder speziellen Feldern da unten, wo man gewisse Effekte drauf bekommt. Aber vorerst möchte ich natürlich für alle, die Mensch ärgere dich nicht kennen, das ganze Spiel hier erklären. Denn wir sind ja hier in Minecraft, ärgere dich nicht. Das ist ein wenig anders. Und zwar, wir sind hier oben gerade bei unserer Plattform und sind quasi der Spieleleiter über unser Team. Und das, wir sind Team Grün und haben im Team Judith und Taro HD. Hallöchen, ihr beiden. Das sind quasi meine Spielfiguren für heute. Die darf ich später hier über dieses Spielfeld schicken. Es geht immer um Uhrzeigersinn. Das heißt, wenn ich durch Zufall jemanden hier rauswürfel, dann immer im Uhrzeigersinn laufen und den Zug logischerweise mit diesem Knopf beenden. Ja, und zum Würfeln habe ich diesen Netherstamm in den, im Inventar. Mit dem kann ich ganz einfach, ich mache mal ein Beispiel, würfeln. Habe jetzt, wie im Chat steht, eine 4 gewürfelt und damit hier jemand rausgelaufen kommen kann am Anfang, braucht man erstmal eine 6. Habe ich jetzt nicht geschafft, dann darf man dreimal würfeln. Ich mache das jetzt noch nicht. Mache ich gleich, wenn es losgeht. Denn ich möchte erst einmal zeigen, ja, wen wir denn noch so hier haben. Was für Teams. Wir haben hier einmal Team Gelb. Und Team Gelb hat natürlich auch einen Spieleleiter, nämlich Jerry2Go. Hallöchen. Hallo. Ich gehe mal hier weiter rüber zu Team Blau. Und Team Blau hat auch einen Spieleleiter. Und wer ist das da? Antonia Reeft. Hallo. Hey. Und ich gehe jetzt mal hier rüber zu Team Rot. Team Rot für den Tod. Und da ist der Spieleleiter Sandro. Hey. Hallo. Das sind die drei Spieleleiter, die heute quasi, die wir, gegen die wir spielen. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns nicht ärgern hier, wie es im Namen vom Spiel steht. Und was habe ich jetzt vergessen? Genau, es gewinnt derjenige. Wir spielen insgesamt, das ist wichtig zu sagen. Das ist ganz wichtig zu sagen. Wir spielen insgesamt 30 Züge. Das heißt, 30 Mal darf ich insgesamt nur würfeln. Und welches Team dann am meisten Spielfiguren zu sich hier wieder ins Ziel gebracht hat, das gewinnt dann dieses komplette Spiel. Das haben wir deswegen gemacht, einfach damit die Runden nicht unendlich lange dauern, sondern so 30 bis 40 Minuten. Und wie schon gesagt, manchmal gibt es so Special-Felder, wenn man hier aufdrückt, hat man manchmal Glück. Oh, das ist ja okay. Das war jetzt nur ein Beispiel. Ne? Das wäre jetzt hier so ein Aktionsfeld mit einem Minispiel. Schwuppdiwupp, da habe ich hier den Teleporter. Und wir würden zu einem Minispiel kommen, das wir dann frei uns aussuchen können. Hier haben wir ganz viele Bogenschießen, Jump'n'Run, Bowsplief, PvP-Arena, Minenfeld, The Dropper. Ja, und ansonsten habe ich, denke ich mal, alles erklärt soweit. Und wir können jetzt auch schon anfangen. Und wir haben vor der Aufnahme abgemacht, dass ich starte. Und deswegen würfel ich dreimal. Und hoffe natürlich, dass ich eine 6 bekomme. Eine 1, nein! Eine 2, nein, es kommt jetzt eine 3. Oh, ein Glück, wenigstens keine 3. Okay, jetzt geht's weiter in der Reihe, nämlich mit Jerry. Eine 3, eine 3 und eine 5. Oh, verdammt. Und jetzt Antonia? Oh, die erste 6. Mhm. 3, Heck, los, Mann. Hex, Hex. Abgesprochen okay. Ist das alles okay. Der Manuel. Und? Nein, das passt schon. Nein, ja, das, jetzt Knopf. Genau, den Knopf. Zug beendet, super. Okay, und Sandro? Gut. Bitte keine 6, bitte Ein, nicht. Jawohl! Fünf. Nein! Ja. Ah. Ja. dann mein Fact. Moment, ich muss hier nochmal wirken. Eine 4, okay. Der Diamantenblock, der zählt übrigens nicht als Spielblock, nur so als Regel. Das haben wir vorher abgemacht. So, mein Fact. Zug beenden noch, nicht gucken, Drücken. Zug beenden. Und damit sind wir wieder in der Reihe. Oh, oh. Uhr haben wir, Netherständer haben wir in der Hand. Okay, und 5. 1. Nein! Oh, oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Jerry! So, 4, 3. Oh, das gibt es. Ich bin nicht alleine. High five. High five. Jawohl. Kann man gleich mit 5. Kann Manu gleich weiterlaufen. Ach. Das sind doch hier Hacks. Das ist doch wirklich. Habe ich. Das geht ja sonst gar nicht. Okay.
Manu ist ja schon quasi fast rum. Oh! Und hier gibt's vielleicht bald ein Battle zwischen Manu und Mindfact. Manu, hau bitte. Nee, Mindfact, hau bitte Manu raus. So rum wär's besser. So, gut, jetzt dann. Drei. Ach, ja. Ja, lol, du hast wieder eine 6. Darf ich eigentlich dreimal würfeln oder jetzt? Nee, weil er ist ja noch einmal. Drin. Eigentlich nur einmal. Nur einmal. Ja, gut, dann drei. Dann nur drei. Die 3 zählt. Okay, Mindfact, dann darfst du 3 nach vorne. Oh, als ob. Oh Mann, schnell oh weg Mann, von oh Mann. Sancho, du bist so. Der kommt mal alle zu mir. Manu schmeißen. Oh, Minispiel. Das erste Minispiel für diese Runde. Und du darfst das ja auch auswählen, Sandro. Gut. Hey, Sandro, du hättest Manu schmeißen können. Du hast es nicht bemerkt. Mit was denn? Jetzt, ja, mit Noxtrim. 1, 2 und Manu. Ja, der ist doch gar nicht draußen. Der ist gar nicht draußen. Nee. Der steht aber draußen. Der darf auch gar nicht draußen stehen. Nee, darf er nicht. Dann rein mit dir. Tschüss. Die 6 hat ja eben nicht gezählt. Okay, welches Minispiel machst du? Bogenschießen. Oh oh, ja. Und hier gab es ein paar Änderungen bei diesem Bogenschießen, muss man sagen. Denn wir hatten schon mal eine Testrunde. Naja, jeder darf hier auf ein Feld, okay. Ich habe meinen Pfeil und Bogen. Und du darfst dann auch den Start bekannt geben. Sandro, wenn du... Wo ist Reefed eigentlich? Ist Reefed da? Ja, jetzt. Okay. Da ist sie. Bogen. Okay. Okay. Sandro. Okay, gut. Dann 3, 2, 1, go. Ja! Als gleich am Anfang getroffen. Jawohl! Oh Gott! Und jetzt da runter. Hier runter! Hier wieder rüber. Jawohl! Nein! Jetzt habe ich den Kompass geöffnet. Das ist der gemeinste Sprung, den es gibt hier. Der eine an der Ecke. Da seid ihr bestimmt auch gerade. Ja, das Jumpman ist richtig schwer. Oh nee, ich bin runtergefallen. Oh, schon wieder runtergefallen. Oh Mann, aber finde ich gut, dass es bei euch auch nicht so gut weitergeht. Gerade. Oh, verdammt. Ist es so spannend, wenn man nicht weiß, wo die anderen gerade sind. Ja, ist echt so. Oh. Hier rüber. Nee, das gibt es nicht. Nein. Oh nee. Ich glaube, du warst genau an der gleichen Stelle wie ich gerade. Ganz der kurz. Sprung. Und, okay. Und. Oh. Oh. Nee, hä? Oder? Dompra. Wie hast du das nur gemacht, Dompra? Wer hat das jetzt gewonnen? Sandro, du, oder? Ich hab gewonnen, ja. Ach, du bist schon fertig. Dann, damit darfst du nochmal würfeln. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Eine 1. Eine 1, auf. Ein Glück. Mein Fact, dann darfst du Nummer 1 vorgehen. Okay. So, dann bin ich wieder dran. 1, 2, 3. Nein, Manu. Hier, an meine Spielfiguren. Wir schaffen das noch irgendwann mal mit der 6. Irgendwann. Jawohl, ich hab eine 6 endlich. Okay, wir sind die Letzten. Wir schaffen es nie, glaube ich. Ich glaube, wir schaffen. Ich chill mich zu euch. Ich dann hab keinen Bock mehr. Der Zangenbärt einmal raus hier. Und du gehst auch gleich 5 Felder. Boah. Na, ich sag mal so, für mein Team hier. Wir warten ja nur ab, dass wir die anderen dann raushauen können. Mein Fact steht da schon so und wartet. Okay. Ja, Manu. Große Schritte. Zug ich beendet. Ich hab auch mal ein Minispiel. Ja. Auch gern eins. So. Mein Fact? Das ist hier. So. Und jetzt, ich bitte. Ich wette mit euch, da kommt jetzt keine 6, da kommt einfach keine, ich sag's euch. Natürlich nicht. Natürlich nicht, das ist... Ja. Nein. Wir chillen hier, wir sind die Chiller. Wir warten ab. Und dann kommen wir. Und dann nur noch 6. Nur noch. Dann nochmal 5, mein Fact hier, bitte. Mein Fact? Ach so, der ist gar nicht... Oh, hoppala. Ich meine natürlich Zangenbärt. Tut mir leid. Finde ich auch gut, dass Mindfact sich angesprochen fühlt von Jerry. Mindfact, bitte jetzt nochmal 12 Felder vorlaufen. Ja, gerne doch. Stopp. Ich umso schneller. Ach ja. Okay. Ja, Manu. Mein einziger Mensch auf dem Feld. Wir haben schon die Hälfte geschafft. Und er läuft und läuft. Wo bist du denn hier gerade? Das ist aber, ach Manu. Sandro. Du bist... Sehr gut, dann kann... Okay, jetzt aber komm. Jetzt darfst du laufen. Jetzt darfst du laufen, mein Lieb. Ich mit euch zusammen hier würfel ich.
Kann ich euch den nicht auch geben? Hier, nimm du mal einen und wir drei würfeln jetzt jeder einzeln einmal. Ich fange an und dann seid ihr dran. Bist du fertig, Sandro? Er muss noch drücken. Knopf. Den Knopf drücken. Oh. Schon wieder. Minispiel. Sandro ist der Minispielmeister hier. Okay, dann darfst du mir auswählen. Dann nehme ich Mietfeld. Das ist ganz lustig. Oh ja, darauf habe ich Bock. Das ist wirklich lustig. Okay, schnell aus dem Game-Mode gehen. So, okay. Sandro. Ist Reef da? Nee, noch ja, nicht. Ja, ich bin da, aber ich muss noch. Ich bin schon da. Seh dich nicht. Okay, dann. Okay. 3, 2, 1, go. Ach, Reef, du kennst das hier doch bestimmt alles. Ja, ja, in und aus. Oh nein! Oh Mann! Oh Gott! Das ist so nervig, wenn nee, welche. Alle hochkonzentriert, ja. Jetzt dürft ihr auch gerne. Ja, und? Nein! Ja! Am letzten Block! Am letzten Block! Oh Gott! Lass mir jetzt Zeit, weil oh nein! Das nicht. Ja, so knapp! So knapp! Das habe ich noch nie erlebt. Okay, und rüber. Und. Das gibt's nicht. Sandro? Oh Gott, ich hab's ja gesehen. Nein, schon wieder so weit hinten. Nein. Warum schafft denn das diesmal keiner? Nee. Warum denn? War so knapp schon wieder. Okay, dieses Mal lasse ich mir Zeit. Ich sag's euch. Nee, oder? Ja, ich hab's gesehen, Jerry. Das ist immer so knapp am Ende noch. Der ist so schwierig. Das Ende wir waren alle ja schon quasi fast durch. Och, kommt. Jetzt schaffe ich es gar nicht mehr bis zum Ende, oder was? Ja. Nee, Sandro, oder? Ja. Oh, Sandro schon wieder. Ja, Sandro ist der Spielemeister hier heute. Er ist der Spielemeister. Wer kennt ihn noch aus Minecraft Leben? Der Spielemeister, ja, er ist zurück. Und es ist Sandro. Wir wissen es nun. Du darfst würfeln. Du warst so ins Geheime dabei. Oh, eine 5. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Dann mein Fact. Oh, Sandro bist aber auch schon weit. Haltet euren Würfel warm. Ist es nicht schlecht gerade. Okay, dann. Taro, würfeln. Oh Gott, ich muss zu Manu. Ich muss warum höre ich denn so viele Geräusche? Manu, nicht so viel springen. Taro, kannst du nicht würfeln? Ah, schade. Ah, Mist, dann würfel ich. Ja. Ach so, weil ich auf den Block geklickt habe. Was zählt jetzt? Aber ist ja egal. 2 und 3. Oh, ich habe eine 6. Oh, ja, endlich. Oh. Und zwar... Ich beschütze ihn. Judith, komm mal raus. Und jetzt darf ich nochmal. Oh, okay. Judith, einmal 6 Felder nach vorne. Da. Oh, und der zählt nicht als Block, genau. Super. Zug beenden. Achso, ich darf ja nochmal. Und eine 5. Jetzt hole ich aber hier richtig auf. Das gibt's nicht. Okay. Oh, und nein. Oh, jetzt, nee. Das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich hier. Jerry, nee. Wer ist blau? Sandro, oder? Blau? Nee, ich bin blau. Ich bin blau. Ah ja, ich hab nichts gesagt. Hier. Oh, ein Glück. Oh. Okay. Manu. Hey, ich bin nach Gomme Reefed hier mal. Boah, sieht doch aus, so sie ist gerade. Bleib zurück. Ich dachte wegen blau, dass ich schon dran bin. Zangenbert, ja, lauf mal 2 bitte. Okay. Oh, das war aber gerade eine richtig gute Nummer. Oh, schon wieder ein Minispiel, jawoll. I love you, Zangenbert. Jawoll. Okay, was wird gespielt? Was nehme ich denn? Finde ich aber auch. The Dropper. Okay. Bekommt man hier einen Effekt, wenn man hier rüberläuft? Nee, ne? Nee. Also ich nicht. So. Cool, jeder man bereit? Muss da einfach nur runterspringen und überleben, oder? Mhm. Ja. Ins Wasser. Jeder bereit? Ja. Jo. Dann sage ich 3, 2, 1, go. Aua, shit. Ich bin einmal dagegen. Oh, ich hab's überlebt. Nein. Ich hab's überlebt. Jawohl. Hey, wo nicht ins Wasser springen, doch. Hä? Ah, Herr Dompra? Dompra nein, schon wieder. Dompra, ey. Mensch, Dompra, warum gewinnst du immer? Ich brauche erstmal meine Sachen wieder. Zack. Jo. Das hat Jerry dann geschafft. Ja, der Dropper liebe ich über alles. Oh, ich habe sogar noch eine 6. Oh, schön. Dann muss ich den lieben... Wie heißt er denn? Ein Nico muss ich rausholen.
Genau, ja. Okay, dann lauf mal 6. So. Jetzt darf ich aber noch zweimal, weil ich habe jetzt zweimal hintereinander irgendwie eine 6 gehabt. Oder wie, oh ja, stimmt. Jetzt? Oh, was hast du denn hier für ein genau, Glück? Jetzt darf ich noch Jerry, mal. Nicht schlecht. Oh, oh, Judith? Hast du Judith gekickt, Nico? Nee, du darfst ja noch, du darfst ja noch mal, Ed und ich. Also die stehen ja jetzt eigentlich auf einem Feld. Ja, ist aber Judith hier noch am Leben, oder? Aber, jetzt hört noch mal. Nein, keine Ahnung. Judith ist leider, glaube ich, draußen. Naja, also du, aber wenn, außer, genau. Außer du schickst jetzt nochmal Nico einen weiter, das ist halt komm, das komm, Ding. Ich schick Nico, oh, warum habe ich nur noch 6? Was ja, ist da los? Was Nico, ist, dann lauf mal. Ja, guck, du darfst hier stehen bleiben. Ein Glück. Da war Jerry so fair. Ja, Reef, du musst gar nicht so gucken, du hättest ganz anders gehandelt. Ich weiß das doch. Mhm. Ja. Und jetzt läufst du nochmal 2 Zangen wert, bitte. Weiß nämlich noch, wer gerade eben den Manuel schmeißen wollte, der hier wer, vor deiner Welt steht. Nein, nein. Aber ich doch nicht. So, ich bin dran, ne? Ja. Eine 5. So, jetzt kann Manu endlich mal von der Base weg. Tschüss. Ach, das ist nur eine 6, ist er entfernt, das ist ja gar nichts. Wir kommen noch wieder, Manu, keine Sorge. So. So, jetzt ist Sandro dran. Mit 2. Mein Fact, wo bist du? Mein Fact, wo ist er? Bist du. Ach, ich baue euch, ich griefe mal wieder die Map, ihr kennt das ja schon. So, jetzt bin ich dran. Eine 6, jawohl, und Taru, raus mit dir. Und eine 1. Oh, wenn ja, Mann jetzt noch da gestanden wäre, ja, dann wäre nicht ganz so schön. Da hätte ich aber richtig hart gelacht, okay. Weiter geht's. So, dann ein Nico, bitte mal 4 Felder. Oh. Oh, ich bin fast weiter. Mit beiden rum, Leute. Oh. Aufpassen. So, aber jetzt? Macht Jerry das Ding hier im ersten Durchlauf? Das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Mir das wäre so auch witzig. Auch nicht mehr Spiel. Ich will ja nichts sagen. Oh. Minispiel. Oh. Okay. Jetzt will ich sagen. Hatten wir schon Jump'n'Run? War das das andere? Nein, nee, das hatten wir, nein, hatten wir noch nicht. Ja, dann gehen wir mal zum Jump'n'Run. Okay. Oh. Ach, Parcours. Oh. Oh, Parcours. No. Oh. Dann okay. Würde ich sagen, seid ihr alle bereit? Mhm. Ja. 3, 2, 1, go. Frühstarter von mir. Wer, ich? Also, dann nochmal von vorne wegen Frühstarter? Oder? Na, so, das war auch nicht so schlimm. Ja, okay, gut. Oh, Gomme. Lass dir mal Zeit hier. Gomme gewinnt nur wegen dem Frühstarter, das ist ja... Oh, ich bleib stecken. Oh, ich hasse die Spinnenweben, das ist das Blödeste am ganzen Parcours. Boah, ich mag's überhaupt nicht, wenn man brennt, aber gerade geht's ganz gut. Die blöden Spinnenweben. Können wir die nicht einfach wegmachen? Zack, zack. Nein. Nein. Hua, hua, hui, hui. Nee. Das ist aber auch schwer. Oh, ich hab euch wieder eingeholt. Aua, ich muss mir selber auf den Kopf springen. Was ist denn das? Oh, du hast ja hier die mega Abkürzung drauf. Das geht ja so, oder? Nee. Das. Wo muss man denn hier lang? Nein, ich hab, glaube ich, einen falschen Weg. Nee, ich bin hier. Richtig. Oh, ich hasse Spinnenweben. Oh, ich bin da einfach hängen geblieben jetzt. Oh. Da fies. Nein! Ach, schade. Okay. Oh, Jerry, bist du das da vorne? Ich bin ganz. Nee, Sandro ist das, okay. Das vorne ist echt schwer da. Okay. Oh, doch nicht so. Oh, geschafft. Und okay, jetzt, zieh, Gobbel, zieh. Das gibt's nicht, das gibt es nicht. Das ist die Ziel. Nein. Dieser eine Jump. Nein, ich bin in der Lava. Hä? Wo? Was ist, wenn ich sterbe? Oh Gott. Ich sterbe. Ja, ist egal, ist egal. Oh Gott. Ist egal. Ist knapp. Ich hab's eh gleich geschafft. Ja! Ja. Jawoll! Geil! Ja. Ja, der Lifestyler hat dieses Mal gewonnen, nicht ja, Dombra. Boah, hui, das Ding habe ich noch nie gewonnen. Ja, erster Anlauf hier, schon Ewigkeit nicht mehr gehabt. Ja, cool, dann darf ich jetzt würfeln. Ja, mache ich das einfach mal von hier oben. Eine 4, okay, und ich muss mal eben gucken, wenn ich dafür losschicke, was ist da klüger. Na, Taro ist ja noch nicht so weit, deswegen ich schicke mal Judith da weg. So.
Und wer fliegt hiermit? Wer fliegt? Mein Fact fliegt! Nein! Weg. Schade. Oh, das war aber richtig knapp gerade, ne? Oh. Du warst fast im Ziel, oder? Ich? Mein Fact, ja. Achso, ja, der war fast im Ziel. Ja, so. Der war bei mir im Team. Oh, ich hab eine 5, okay. Ich rette mal mein Zangenbärt hier. Lauf mal ein bisschen weiter. Oh nein, Jerry, tu's nicht. Taro, du musst das richten, du musst das machen. Oh, was? Das wird knapp, wir brauchen eine 3. Oh nein. Jawohl, eine 1. Nur ein. So gerne wollte ich auch nie eine 1 haben. Minispiel, schon wieder Minispiel-Action. Oh. Und genau das macht halt dieses Minecrafter ärger dich nicht, halt auch nochmal etwas anders als zum Beispiel Mensch ärgere dich nicht. Da gibt's nicht so viele Minispiele, da gibt's nämlich gar keine. Und du darfst jetzt entscheiden. Und da holen wir einmal Bosbleef. Bosbleef. Okay. So. Das ist ein cooler Modi. Naja. Ja. Modus. Naja, das ist echt nervenaufreibend. Warum bekomme ich keinen Bogen? Hier vielleicht klicken? Nee. Ich bekomme. Ah, jetzt habe ich einen Bogen. Wartest du da unten schon auf mich? Guck mal auf meinen Bogen. Oh. Okay. So, dann 3, 2, 1, 0. Hat er gleich auf mich gezielt, ne? Das glaube ich nicht. Oh. Oh! Hui, rette sich, wer kann! Alles geht in die Luft! Ja! Oh, ich bin runter. Ich bin runter. Das gibt's nicht. Ihr müsst wissen, Reefed kann das hier ziemlich gut und deswegen gehe ich da auch gerade ein wenig taktisch vor. Oh Gott, und jetzt werde ich aber auch hier belagert. Oh, aber von allen Seiten. Na, wenn schon spannend, dann aber bitte. So, jetzt mal hier ein wenig die Wege entfernen. Oho, der hat aber, das war aber sehr knapp. Das war aber hier in der Mitte, wird's auch brenzlig. Oh, aua. Und... wie spannend ist denn das hier gerade? Oh Mann. Reefed voll konzentriert. Ja, höchst konzentriert. Ich kann gar nichts mehr reden. Ja, auch nicht. Lalala, und ich springe einmal durchs Bild. Oh Gott. Nein! Ich will rein. Ja, hab ich dich unten? Hab ich dich? Ja. Nee, ich bin selber rein. Boah, das ist so schwer. Okay, ich möchte nochmal einmal gratis würfeln. Es geht mir um eine 1. Huah! Huah! Oh Gott, ich hänge da fest und jetzt, ich werde hier gejagt, das ist hier, das war so knapp, ey. Nein. Ja. Oh, GG. Oh, GG. Was man nicht alles tut für einmal gratis würfeln. Krass, okay. Kann mich jemand porten? Oh, ich bin tot. Ich habe auch einen Pfeil direkt im Kopf stecken. Oh, das. Oh, aua! Direkt in der Nase! Ah! Erstmal ein Bild gemacht. Seht ihr das, den Pfeil? Ja. Warte, ich komme mal eben zu euch. TP Reefed. Seht ihr den Pfeil in meiner Nase? Ja! Wer hat mir den da reingeschossen? Oh. Reefed? Oder Santu? Oder Jerry? Wer war das? Nee, ich war's. Der tut weh! Ich kann gar nicht mehr richtig atmen. Mist, okay. Eine 5, okay, schade. Aber ist auch gut. Also, Judith, wo bist du? Spring einfach mal, Judith. Da vorne, läuft schon, okay, perfekt. Jawoll! Ole! Und raus mit Nico! Du kannst nach Hause fahren, Komm, ich helfe dir mal. Schneller hier, schneller. Geil! Und wir sind gleich zu Hause. Jude, du bist gleich zu Hause. Jawoll. Geil, okay. Zug beendet, es kann weitergehen. Oh, ich hab nur eine 1, Zangenbert, dann lauf mal. Okay, Zangenbert kommt auch gleich nach Hause. Gut, dass du nur 1 gewürfelt hast. Oh, yo. Manuel, bist du bereit, ins Ziel zu kommen? Oh nein, nein. Okay. Doch nicht ganz ins Ziel. Ich hoffe einfach, dass Jerry jetzt noch eine 6 gleich irgendwie macht. Ja, du bist Sandro. Ich darf dreimal sogar. Bist du der Schadenfroh?
Gut, dann darf man Max schon aus. Gut, und du darfst. Ich möchte nur das Beste hier für jeden von euch. Wir gehen. Hoppla. Gut. Oh, hui, hui. Und? Hui, hui, hui. Huh, Judith, dreh ich mal um. Du musst den Knopf noch drücken, Max. Jetzt gut. Ist aber knapp. Okay, jetzt guck ich mal, was jetzt kommt. Oh. Und. Ah, eine 2. Das ist perfekt. Nein, ja, nein, Gommet, nein, das. Nein. Jetzt habe ich Gommet, zwei Möglichkeiten. Nein. Ich habe jetzt natürlich. Was? Wo ist denn. War hier nicht eben noch? Warte mal. Judith, noch nicht da reinlaufen. Jetzt habe ich entweder. Das ist natürlich. Oh Mann, entweder ich hau Zangenbert raus. Oder ich schicke Judith rein. Das, wie weit ist Zangenbert denn von schon? Hast du ja. Oh, was, das ist Geld? Jetzt so, das ist so eine schwierige Entscheidung. Entweder ich gönne Jerry jetzt das, das ist aber, glaube ich, taktisch nicht klug, wenn ich dich jetzt da durchlasse. Bist du sicher? Ja, ich glaube echt nicht, dass, dass Sandro gleich eine 1 würfelt. Sandro, du würfelst keine 1, oder? Ja, ich versuch's. Okay, Taru, tu, was du tun musst. Oh nein, komm, warum tust du mir das an? Wieder volles Haus hast du dafür. Du hast alle zu Hause. Du kannst, oh, nee. Ja. Oh. Ja, herzlichen Glückwunsch, du bist dran. Oh. So. Ich hab nicht mal den Jack. Okay, Manuel. So schnell kann's gehen. Nein, da muss ich hier mit der anderen. Okay. Ey Leute, und ich wette, dass ich der Nächste sein werde, der auch genau so ein schmerzliches Erlebnis hat. Du musst nochmal hierbleiben, ich hab noch nicht zum zweiten Mal gewürfelt. So, mit 2. Jetzt hast du 2 Bilder. Sehr gut, sehr gut. Ich hoffe. Sehr gut. Oh, das ist echt taktisch klug gewesen. Wenn nämlich Jerry jetzt beim nächsten Mal 3-mal würfeln, eine 6 macht und dann irgendwie nochmal eine 6 oder eine 5, dann kann er ja noch hier Manu raushauen. Oder? Nein, kann er nicht. Doch, oh ja, das wird gut. Bitte, bitte, das wäre. Dann würde ich wieder wie beim A-Team sagen, ich liebe es, wenn mein Plan funktioniert. Wer ist gerade dran, Sandro, oder? Ja, ich habe eine 2 gewürfelt, aber ich habe extra keine 1. Yes, yes, extra yes, 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 yes. Geil, Nox, okay. Noxtrim. Ah, herrlich. Heute ist so ein schöner Tag. Lala. Ja, er wollte schon am liebsten diese 1 draus machen, aber. Okay. Okay. Okay, Judith, freust du dich auf zu Hause? 5. Aber mit einer 5 kannst du gar nicht rein. Es geht gar nicht rein. Da muss ich dich nämlich enttäuschen, du darfst erst später nach Hause. Nämlich Taru 5 nach vorne. Aber du kommst mir jetzt hier nicht zu nah, oder? Wer steht denn da vorne? Das ist der Manu. Okay, weiter geht's erstmal mit Jerry. Jerry, wehe. Oh, nee. Oh, schade. Okay, und? Ja. Nein. Dir. Obwohl, komm. Das geht. Das geht. Los, Manu. Nach Manu. Hause. Hat Manu ein Glück. 1. Leben am Limit, sag ich das nur. Ist doch wunderschön. Gut. Ja, so. Eine 1. Oh. Noxtrum? Bitte nicht. Bitte nicht. So. Dann lieber. Noch mal wirf. Oh. Geh 2 Felder zurück. Ja, das ist ja richtig. Oh. Nein! Nein! Tschüss. Du warst auch ganz knapp vorm Ziel, oder? Noxtrum? Nee, doch nicht. Nee. Er war noch lange nicht vorm Ziel. So viel Glück kann man aber auch nicht haben. Let's just Noxtrum. Noxtrum ist ein wenig sauer, habe ich das Gefühl. Wir sind auch gut. Wie oft dürfen wir noch? Noch 3-mal Gommet, dann endet das Spiel. Okay, dann heißt das noch 2-mal, okay. 2-mal. Ja, dann. Perfekt. Und ich muss in 2-mal würfeln. 1, 2, 3, 4, 5 schaffen. Ja, ach kommt, Leute. Das ist jetzt aber es wird knapp, wenn ich jetzt irgendwie eine 2 und eine 1 würfel, das wäre doof. Das wäre nicht gut. Ich wünsche es dir. Du möchtest ich dann auch schon. Bestimmt noch eine neue Runde. Minecraft, da ärgere dich nicht. Später ja, mal. Ja, bestimmt. Hättest du schon Lust drauf, oder? Ja, natürlich. Vielleicht gewinne ich dann auch. Ja, ich bin gespannt, wie das Ganze jetzt bei den Abonnenten, also bei euch zu Hause, bei den Zuschauern ankommt. Ob ihr mehr davon haben wollt oder nicht, das ist ja wirklich was komplett Neues. Wir wollen durch euer Feedback nicht nur die komplette Idee natürlich noch weiterhin verbessern. Wollt ihr vielleicht längere Runden? Wollt ihr, sagt ihr, es passt so? Wollt ihr das Ganze ohne Minispiel? Oder was sind so eure Punkte, die ihr vielleicht ansprechen wollt, dann schreibt das einfach in die Kommentare. Das ist nämlich echt interessant, gerade bei sowas Neuem wie Minecraft, da ärgere dich nicht. Und ich denke, jeder, der hier mitgewirkt hat, freut sich auf das Feedback. So, wer war gerade dran? Sandro, ich war okay. Dran. Ich hab's. Ja, dann eine 4. Sauber. Taru!
und er läuft und läuft und läuft und läuft wie ein VW-Käfer. Okay, und noch auf Knopf drücken. Hast du schon? Ja, hat er schon, ne? Ja. Ja, immer noch keine 6. Wie kann man denn so viel Pech haben? Wie geht denn das? Achtung, jetzt seht ihr. Ja, ich bin drin. Mit allen beiden. Oh, Reef. Oh. Oh. Ja. Damit hast du gewonnen, oder? Ja. Ja. Nein, ich glaube, die Runde noch. Okay. Doch. Dann bin ich. Du hast gewonnen. Dann freue ich mich. Ah, schade, schade. Knappe, aber echt knappes Ding. Reef gewinnt das Ding hier ganz knapp. Ich meine, wenn ich jetzt, nur mal angenommen, ich hätte jetzt nochmal gewürfelt. Eine 4. Das wäre das Finale. Das wäre auch nicht aufgegangen. Also Reef, also das war so knapp hier. Meine Güte, richtig, richtig cooles Spiel. Also hier, High Five, gut gespielt. Alle mal High Five hier, Jerry. Jawohl. Auch wenn es bei dir eher ein Schlag ist. Gommel, du Arsch. Ja, ich werf dir jetzt den Würfel an den Kopf hier. Nein! Hab ich noch mal Zauberstab? Nein, Spaß. Vom Gommel sagt. Ja, war auf jeden Fall richtig cool. Ging jetzt 34 Minuten, fand ich richtig angenehm so. Minecraft, da ärger dich nicht. Ganz neu, so jetzt als Serie vielleicht mal, wenn ihr mehr davon haben wollt, dann lasst doch einfach bei dem Video hier einen Daumen hoch da. Wie gesagt, lasst Kritik in den Kommentaren da. Wird uns alle sehr freuen. Und ansonsten verabschiede ich mich oder wir uns für diese Folge von Minecraft, da ärger dich nicht. Und sagen alle gemeinsam, haut rein und tschö mit Ö.